Am zweiten Tag seiner Afrika-Reise hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Ausbildungseinsatz der Bundeswehr in Niger als Erfolg bezeichnet. Scholz besuchte den Stützpunkt Tilia, der rund 80 Kilometer von der Grenze zu Mali entfernt ist. Ausgebildet werden hier Spezialkräfte der nigrischen Armee. Rund 500 Kräfte seit Beginn des Einsatzes im Jahr 2018. Niger wird von der Bundesregierung als Stabilitätsanker in der Region bezeichnet, als ein wichtiger Partner im Kampf gegen islamistische Terrorgruppen. Der Einsatz in Niger ist Teil des europäischen Ausbildungseinsatzes EUTM. Die Ausbildung von Soldaten der Armee Malis hingegen ist erst vor kurzem gestoppt worden, unter anderem weil die dortige Militärjunta mit russischen Söldnern zusammenarbeitet. Bei dem Treffen mit den Soldaten und Soldatinnen dankte Scholz ihnen, dass sie sich für Demokratie und Freiheit in Niger einsetzten. Der Kanzler hatte zuvor auf seiner ersten Afrikareise im Amt Senegal besucht, das derzeit den Vorsitz der Afrikanischen Union innehat. Seine nächste Station ist Südafrika.